Hallo, heute sind wir bei der Sächsischen Bewährungsstahl in Glaubitz und ich habe die Chance, mit Pierre Langer von der Sächsischen Bewährungsstahl und mit Patrick Haber von Robolution ein bisschen darüber zu reden, wie ein Automatisierungsprojekt hier im Haus gelaufen ist, um einen Transportanker automatisiert zu schweißen. Herr Langer, ursprünglich, als es losging zu überlegen, was war die Intention zu automatisieren? Was war der Grund, diesen Schritt wagen zu wollen? Also der hauptsächliche Grund war halt, eine Produktionssteigerung durchzuführen hier am Standort zum Traganker. Als zweites kann man sagen, war es halt eine Optimierung des Arbeitsplatzes, um die Leute, um die Mitarbeiter halt zu entlasten. Mhm. Und Robolution, sagen wir mal, ist der Lösung. In Robolution steckt ja schon Solution drin. Also die haben die Aufgabe quasi dann, nachdem sie auch sich ein bisschen umgetan haben und auch verschiedene Anbieter verglichen haben, Angebote, den Zuschlag bekommen. Und vielleicht sagst du, Patrick, noch mal kurz, wie von eurer Seite das Ganze dann losgegangen ist, um die Aufgabe erstmal zu verstehen, die hier am Standort gestellt war. Ja genau, also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben ja im Prinzip dann die Kundenbauteile, wir bekommen Parameter, wir bekommen dann diese Stückzahl, die irgendwann benötigt werden soll. Ja, hier war es ja eine Verdoppelung der Stückzahl und so weiter. Und aus den ganzen Informationen mit Rückfragen an den Kunde, mit seinem Know-how für den Prozess, gehen wir dann in so eine Konzeptausarbeitung. Das heißt, wir machen dann eine Taktzeitstudie. Anhand der Taktzeitstudie sehen wir, wie viele Roboter werden benötigt, was für ein Konzept. Und dann machen wir eigentlich aus Standardbauteilen, wie Positionierer, Unterbau, Produkte von Robolution und Robotern von verschiedenen Herstellern, machen wir dann ein Konzept und stellen dieses Konzept mit einem Budget oder mit einem Angebot dann dem Kunde vor. Dann geht es ins Gespräch und dann guckt man einfach, wo sind noch Dinge, die man vielleicht in dem Konzept noch optimieren kann, verändern kann. Und dann begibt man sich im Prinzip dann in die Qualifikation, in die Verhandlung und wie in unserem Fall gibt es dann einen Auftrag. Genau. Und vielleicht können Sie, weil klar, wir uns interessiert natürlich das, was Robolution dann vorne dran baut, den Schweißbrenner. Können Sie noch mal ganz kurz was zu der Schweißaufgabe sagen, worum es ging bei dem Transportanker? Ein Transportanker, haben Sie mir erklärt, ist im Grunde ein gebogenes Teil aus Metall, was dazu dient, Wände zu heben über einen Richtig. Kran, über einen Bagger oder was auch immer. Richtig. Genau. Also der Transportanker besteht aus zwei Teilen. Das ist einmal der Bügel und der Druckstab, und die Aufgabe des Roboters ist es halt, diese beiden Teile zusammenzubringen und dann den Druckstab an die richtige Position vom Bügel einzuschweißen. Mhm. Aber es ist ja auch so, haben Sie mir auch gesagt, es geht schon, es wird erst eine Wurzel, schweißt dann eine Decklage, und das haben ja, bevor der Roboter über Robolution ins Spiel kam, Handschweißer gemacht. Also, und auch das nochmal, der Herr Haber hat es eben schon mal gesagt, es ging hier ganz klar, die Prognose Ihres eigenen Vertriebs war, wir brauchen eine Produktionserhöhung, ja, um den Markt bedienen zu können. Und wir schaffen das, oder es ist schwierig, mit den Handschweißern das hinzukriegen. Und jetzt nur mal als eine Zahl. Also wir vorher haben an diesem Teil quasi drei Handschweißer dreischichtig geschweißt. Jetzt macht es eine Komplettlösung von Robolution. Und vielleicht, jetzt gebe ich mal den Ball hier rüber. Nach dieser Schweißaufgabe, wie wurde dann jetzt der Schweißbrenner ausgewählt, der vorne dran muss? Weil Positionierer, Greifer, ich habe verstanden, bei einer Automatisierungslösung ist gerade Vorrichtungstechnik das Herzstück und auch diese ganzen Greifsachen, dass eher das Handling betrifft. Wir kommen nicht ins Spiel, wenn es ans Schweißen geht. Aber nochmal ganz kurz, welchen Brenner habt ihr quasi vorne konfiguriert an dieser Anlage? Genau, also es ist ganz klar wichtig, das Herzstück zwischen einer Roboteranlage und dem Kundenbauteil ist eine Vorrichtung oder ein Greifer. Nur so kann im Prinzip das Teil dann richtig aufgenommen werden. Und hier haben wir ja auch die Flexibilität. Das ist also eine flexibel einstellbare Vorrichtung sowie auch Greifer. Die Teile kommen ja vollautomatisiert in diese Vorrichtung. Beim Brenner ist es so, dass wir natürlich bestimmte Voraussetzungen brauchen für das Bauteil. Wir haben eine bestimmte Einschaltdauer, wir brauchen eine bestimmte Power. Deshalb war ein wasserkühltes System im Einsatz. Hier ist es auch so,
Das ist auch so ein bisschen Geheimnis, das ich jetzt vor der ganzen Welt quasi lüfte. Wir versuchen natürlich auch da den Kunde mit ins Boot zu nehmen und sage, mit welchem Brennerhersteller arbeitest du im Handbereich? Das war Abicor Binsel. Die sind dann zufrieden und dann haben wir natürlich auch die Chance, das Roboter-Pendant oder den Roboterbrenner von eurem Hause zu nehmen, um das Ganze weiterzuführen und haben dann eine Unbekannte weniger in so einer komplexen Anlage. Ja? Wenn so eine Anlage kommt, ist das ja alles neu, aber dann findet man im Prinzip den Brenner, das ist die andere Variante, auch in der Roboteranlage wieder. Und man eure Qualitäten, das alles spricht ja sowieso für euch. Und das ist auch für uns eine Sicherheit, dass man auch mit dem Brenner letztendlich, aber auch mit dem Roboter und mit den anderen Gewerken einfach hochqualitative Dinge verbauen muss, ja, um die Verfügbarkeit zu gewährleisten. Denn nur so ist ja unsere theoretische Taktzeitberechnung, kann ja irgendwann mal münden, dass es auch in Wirklichkeit dann so rauskommt. Und das ist das Ziel, ganz klar. Genau, und ich habe auch verstanden, dass es ist ein ganz enges Zusammenarbeiten wichtig. Sie haben ja auch gesagt, die Vorproduktion oder Toleranzen war auch ein wichtiges Thema. Vielleicht können Sie dazu noch mal was sagen und vielleicht auch noch mal ganz kurz so, um auch mal andere, sagen wir mal, die vor der ähnlichen Entscheidung stehen, mitzunehmen, was waren so Ihre Bedenken? Sag mal, Sie haben einen guten Partner gefunden, aber als es losgegangen ist, da hat man ja schon so ein bisschen... Ja, die Robotertechnik ist für die SBS ein komplett neuer Weg gewesen. Und da hat man schon Bedenken, vielleicht sogar Angst zum Teil, wenn dann eine neue Technik reinkommt. Wie kriegt man das gehandelt? Wie nehmen die Leute das auf? Kriegt man da Störungen behoben? Und lauter so Kleinigkeiten. Was sich aber, sag mal, mittlerweile relativiert hat, also wir kriegen es mit den eigenen Leuten sehr gut zum Laufen. Mhm. Bei Fragen oder bei Problemen hat man jetzt das letzte Jahr dreimal mit Robolution Kontakt. Und es wurde, hat immer einen positiven Ausgang genommen. Also die Anlage hat nie länger wie vielleicht eine Schicht mal gestanden. Also alles prima, alles toll. Die Toleranzen, die wir als Baustahlhersteller haben, sind ein bisschen größer als die der Maschinenhersteller hat oder der Maschinenbauer an sich. Und das war, da gab es schon das eine oder andere Meeting, wo wir uns näher besprechen mussten, welche Richtung wir gehen. Okay. Aber ich denke, das haben wir mittlerweile gut gelöst. Und wie auch schon im Vorfeld besprochen, wir müssen immer wieder das ganze Konzept weiterverfolgen. Wir müssen einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess dort anregen. Wir müssen unsere Vorproduktion optimieren. Das sind alles so Dinge, die gehören einfach dazu. Also was ich ja auch oft höre oder auch verstehen kann, ist, dass man denkt, wenn du so eine Anlage aufbaust, dann brauchst du auch einen Roboterprogrammierer. Aber vielleicht können Sie da auch mal was dazu sagen, weil Sie haben es eben schon angedeutet, Sie kommen mit Ihren eigenen Leuten, die Sie auf die Anlage geschult haben, kann ich ja vielleicht vorwegnehmen, die Schulung hat dann auch Robolution, hier am Standort an der Anlage selbst gemacht, richtig, wo man halt ganz nah dran ist. Das finde ich halt wichtig, aber vielleicht sagen Sie einfach nochmal, also haben Sie einen Roboterprogrammierer jetzt? Nein. Also die Angst, die man dann gehabt hat bei der ganzen Geschichte, war halt, dass man die Möglichkeit gesehen hat, die Anlage mal irgendwo 2-3 Tage nicht am Laufen zu haben, weil irgendwelche Fehler da kommen, die man nicht beheben kann. Mhm. Aber die Systematik ist so sicher, dass, also wir haben bei uns im Standort unsere eigene Elektroabteilung und die haben sich da gut reingefuchst. Mhm. Sind halt junge Leute, die halt mit dem Smartphone aufgewachsen sind und genau. Ich sage mal, es ist machbar. Ja, genau. No. Und ich muss ja auch sagen, Robolution hat aber auch ein ausgeklügeltes Servicekonzept. Es gibt einen Servicevertrag, aber es gibt da auch, wie gesagt, wenn der Herr Lange jetzt sagt, irgendwie, wir hatten mal Kontakt, es gibt ja auch die Möglichkeit, das von außen zu machen und natürlich auch herzufahren. Vielleicht kannst du da noch mal kurz was zu sagen, wie da das Konzept ist von Robolution. Genau, also wir liefern ja unsere Anlagen weltweit, haben viele Anlagen in Mexiko, in China, in USA, deutschlandweit, europaweit natürlich, ganz klar. Und letztendlich ist es so, dass wir uns auf die Anlagen aufschalten können. Wir können also in die Anlagensteuerung reingehen, sowie auch in die Robotersteuerung. Wir können aber auch, und das haben wir als Teil von unserem Servicevertrag, mit einer Datenbrille, die wir dem Kunden überlassen, dann
plötzlich der Bediener vor Ort, der setzt sich die Brille auf, unser Mann sitzt am Monitor, sieht, was der Bediener sieht, und so kann man also nicht nur steuerungsrelevante Sachen lösen, sondern man kann auch, wenn an der Vorrichtung was ist oder wenn sonst allgemeine Dinge in und um der Roboteranlage sind, von unserem Spezialisten in dem Fall mit dem Mann vor Ort ausführen. Und so haben wir eine Win-Win-Situation, denn im Endeffekt, die Anlage läuft schnell wieder, das Thema ist schnell behoben. Wir müssen aber unseren Spezialisten nicht ins Flugzeug setzen oder wie hier jetzt ins Auto unbedingt setzen. Wenn wir aber an den Punkt kommen, dass diese Medien jetzt in dem Fall nichts nutzen, dann fahren wir raus und sind kurzfristig bei jedem Kunden. Ja? Und das ist ein super Konzept, wurde jetzt auch tatsächlich durch die Pandemie natürlich gefördert. Ja? Und da mussten bestimmte Dinge so gehen, weil es gar nicht anders ging. Und das hat uns jetzt geholfen und den Kunden letztendlich auch. Genau. Und wir werden die Anlage ja auch noch, sagen wir mal, im Betrieb sehen und so weiter. Da ist ja auch eine Abschaltsicherung von Abicor-Binsel dran, die Cat 3. Also wenn es mal eine Kollision gibt, dann wird er abschalten. Sag mal, sie haben sogar sich für das WH-System entschieden, wo man ja auch relativ schnell dann einfach mal den Brennerhals runternehmen kann, einen neuen drauf und dann gucken kann, was muss man machen oder sowas. Ich denke, es hat mich natürlich jetzt, als wir so kurz gesehen haben, schon fasziniert. Da ist ja auch eine Zuführung und es ist im Moment jetzt nur noch ein Bediener quasi da, der die Teile, Sie haben es ja vorhin besprochen, einlegt oder bestückt und dann läuft aber alles ziemlich automatisiert. Nochmal vielen Dank, Patrick, Herr Langer, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Kommen Sie gerne auf unseren YouTube-Kanal, da gibt es noch ein paar andere Videos, oder auch auf unserer Website www.binselabicor.com. Vielen Dank.